Eine Anekdote zum Thema Videospiele, das ist Thema. Und ich habe das gelesen bei Facebook und dann ist mir nichts eingefallen. Aber während ich hier die Kollegen gehört habe, die so schön referiert haben, habe ich mir gedacht, doch, dann erzähle ich doch eine Anekdote zum Thema Videospiele. Und das heißt für mich, meine persönliche Geschichte, wie ich Videospiele gespielt habe. Das heißt, ihr kriegt heute einen exklusiven Einblick in meinen Kopf, was ich gespielt habe. Ist das nicht toll? Ich finde schon. Ich war 9 Jahre alt und saß bei einem Freund, bei meinem besten Freund damals, und er hatte einen Fernseher und da hatte er eine Konsole, einen Super Nintendo. Mein Gott, Super Nintendo. Das war unglaublich damals, und er hatte ein Spiel und es war Donkey Kong Country. Donkey Kong Country, das war einfach das geilste Spiel überhaupt. Ich meine, zwei Affen, Fässer, durch den Dschungel rennen, Eiswelten, Diamantwelten. Wow, ich war so angetan davon. Und dann bin ich zu meinen Eltern und habe gesagt, ja, darf ich Donkey Kong Country haben? Und sie haben gesagt, nein, du bist dumm durch den Super Nintendo. Und du hast doch einen Computer, nimm doch den Computer, damit kannst du irgendwie... Nee, nein, aber ich wollte ein Super Nintendo. Und dann habe ich gequengelt und gequengelt und irgendwann zu Weihnachten kam ja dann mein eigener Super Nintendo mit Donkey Kong Country. Und natürlich habe ich nichts anderes gemacht als Donkey Kong Country durchgespielt. Münzen sammeln, Bonus-Level sammeln, es war total super. Da war ich 9. Eine kleine Zeitreise in die Zukunft. Der Super Nintendo wurde abgedatet durch den N64. Damals hatte ich Mario 64, das war auch ein Fest. Zum ersten Mal Mario 64 einzuschalten auf dem Super Nintendo, auf dem N64. Ich weiß es noch ganz genau, wie mich diese Grafik fasziniert hat. Mein Gott, alles 3D! Das ging ja dann so weiter, dann wurde ich PC-Gamer mit 14. Habe ich mir dann ein Spiel gekauft, das kennen vielleicht die Leute gar nicht mehr. Ultima Online. Kennt es noch jemand, ja. Ultima Online? Ja, ja, die Gamerin, ja, die MMO. Die, also für die Unwissenden hier, Ultima Online ist so wie WoW, World of Warcraft, nur ein paar Jahre früher. Grafik so isometrisch, top-down. Und das war das erste Rollenspiel, was ich gespielt habe. Ein massively multiplayer online role-playing game. Ich war ein Charakter, ein Krieger. Ich hatte so ein komisches Schwert, ein Krüss. Ich war der einzige Krieger mit Krüss. Was auch immer ein Krüss ist, ich habe überhaupt keine Ahnung. Was man da für Wörter lernt, so ein Quatsch. Krüss war auf jeden Fall so ein gebogenes Schwert. Und dann gab es da einen Typen, mit dem habe ich mich gut verstanden, da konnte man noch chatten. Und er sagte dann, ja, hey, was geht? Wir waren immer 8 Stunden am Tag online. Ich war 14, ich konnte mir das leisten. Ne? Musste ja nur in die Schule gehen. Und ja, und was machst du so? Ja, ich bin nachher noch mit meiner Frau und meinen Kindern. Und ich so, der hat Kinder. Mein Gott, ich war 14. Ich hatte keine Ahnung, was überhaupt Kinder sind. Und auf jeden Fall, der zockt auch 8 Stunden, 10 Stunden am Tag. Da habe ich mir gedacht, mein Gott, wie macht der das? Ja, irgendwie 28, uralt damals. Tja, jetzt bin ich selber 28 und was mache ich? Das muss ich mal auf meine Spickzettel schauen. Ich werde alt. Und die Faszination von Videospielen lässt nach. Also zumindest für mich. Also damals den N64 anzuschalten, klack, und diese 3D-Grafik, das war einfach noch ein Fest. Und jetzt ist es so, Steam Sale, 2,99, 99 Cent, kaufen, kaufen, kaufen. Last played, never. Das ist einfach so mein Leben jetzt. Steam Games sammeln und nicht spielen. Es gibt ein Spiel, was ich spiele. Das ist völlig absurd. Das heißt Cook, Surf, Delicious. Wer kennt Cook, Surf, Delicious? Eine Person? Zwei Personen? Das ist ja Wahnsinn. Cook, Surf, Delicious ist eigentlich, also ich meine, es gibt in Deutschland, mögen wir ja Landwirtschaftssimulatoren und Themepark-Simulatoren. Und Cook, Surf, Delicious ist ein Fast-Food-Restaurant-Simulator. Das heißt, da kommen dann Kunden rein, dann, ich hätte gerne einen Salat. Und ich sitze da und muss dann sagen, okay, Salat mit Gurken, Oliven, Pepper, Green Pepper, und muss die Tasten drücken, dip, 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 Enter. Und dann kommt das Steak, tenderized, 6-mal tenderized, Season, Enter. Dann kommt, was gibt es denn noch? Den Fisch, zack, Filet, zack, Kopf ab, Schwanz ab, zack, Haut ab, zack, Braten, Serven, zack. Super Spiel, kann ich nur empfehlen. Eine weite Leidenschaft von mir ist, ich spiele halt jetzt gar nicht mehr selbst. Das ist mir einfach zu mühsam geworden. Und das heißt, im Endeffekt gucke ich die Spiele nur noch. Ich gehe auf Twitch und gucke mir Speedruns an. Das heißt, ich kenne diese ganzen Spiele. Ja, wenn Leute dann irgendwie hier so
Von was haben wir vorhin gesprochen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall neue aktuelle Spiele, Dark Souls oder was sonst noch so rauskommt. Ich habe keine Ahnung. Ich gucke mir die Speedruns an, dann bin ich bestens informiert. Ich weiß teilweise bei Prince of Persia, wie die Speedruns funktionieren, die Speedrun-Tricks, ohne das Spiel jemals einmal selbst gespielt zu haben. Das ist schon sehr faszinierend. Das heißt, ich möchte schließen mit meiner Anekdote und an den Twitch-Chat erinnern und mit dem Wort Kappa. Vielen Dank.